Unter dem Motto »Ich bin anders gleich« geht auch heuer wieder die Informationsoffensive der Landesrätin Doris Hummer und des Jugendreferates Oberösterreich in die nächste Runde. Startschuss der Infotour war Mitte Oktober in der Berufsschule Steyr. Der Hintergrund ist ganz einfach, es geht darum, einen respektvollen Umgang zwischen Jugendlichen anderer Kulturen auch zu haben. Wir haben immer wieder die Situation, dass man hier einfach sich mit ganz vielen Vorurteilen begegnet. Und aus der Jugendstudie des Landes wissen wir heraus, eigentlich geht es viel mehr darum, Chancen und Gelegenheiten zu schaffen, dass man sich auch unterhält, dass man sich kennenlernt. Und im Kodex schreiben wir das fest, jeder hat sich an Regeln zu halten. Wir wollen, dass wir respektvoll miteinander umgehen und wir wollen aber auch aufeinander zugehen. Und diese drei Dinge werden mit der Unterschrift der Jugendlichen besiegelt. In den vergangenen Jahren konnte man schon viele junge Menschen gewinnen. Inzwischen haben bereits 12.000 Jugendliche diesen Code X unterschrieben. Und je mehr das tun, umso mehr wird dieser Gedanke natürlich in unserer Gesellschaft gestärkt. Die Tour führt in diesem Jahr noch durch weitere Stationen. Mit im Gepäck, sozusagen als Highlight, ist Kabarettist Wolf Gruber, dem dieses Thema ein großes Anliegen ist. Nachdem ich selber schwer zu integrieren war in die Gesellschaft, das hat bei mir in der Schule angefangen, also ich war mit Lehrern nicht kompatibel, ja, überhaupt nicht. Und ich habe massive Probleme gehabt in der Schule, das war in der Volksschule, das weiß ich noch, 1975 habe ich die ersten Probleme gehabt in der ersten. Dann drei Jahre später, 1978, habe ich immer noch Probleme gehabt, wieder in der ersten. Ja, nein, also Integration, um das geht es quasi mit allem für und wieder. Bei den Jugendlichen kommt der Gedanke des Projekts an. Also für mich bedeutet Integration, dass die Ausländer sowie auch die Österreicher zusammen leben können ohne Probleme und auch, dass es zum Beispiel keine Ausschlüsse gibt, nur zum Beispiel, wenn man aus einem Ausland kommt. Zum Beispiel, ich bin ja selber Ausländer, ich komme aus dem Ex-Jugoslawien, Bosnien. Und ich hatte auch nie richtig Probleme mit Ausschlüssen, weil ich Ausländer bin oder so. Ich bin anders gleich, für Respekt und gemeinsame Regeln.